Du möchtest wissen, was ein Veganer so unter der Woche isst, auch am Wochenende natürlich. Du möchtest dich ein bisschen inspirieren lassen. Ich habe dir eine komplette Woche Essen aufgenommen, sozusagen, also ein Food Diary. Und wenn du Bock hast, bleib dran. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Minimalistisch Intuitiv Vegan. Ich lebe vegan und zeige dir in meinem Video, wie das so funktioniert. Man sagt ja von uns Veganern immer, wir würden nur Steine und Moos und Stöcke essen. Nein, aber das ist ein bisschen anders. Also seit ich vegan esse, und das hört man von ganz, ganz vielen Veganern, seit ich vegan esse, esse ich einfach vielfältiger. Und das möchte ich dir in folgendem Video zeigen. Es gibt viel Gemüse bei mir, was weg muss. Das können Sie wieder als Ragout in der Pfanne. Dazu ein paar Nudeln und da werde ich jetzt natürlich noch Hefeflocken dazu essen, aber sonst sieht man ja das Essen nicht. Ihr wisst ja, ich esse relativ viel Hefeflocken. Bei mir gibt es jetzt einen kleinen Snack und zwar ist das Knuspermüsli mit Vanille-Haferdrink und Quitte-Banane. Was war da noch drin? Birne? Weiß nicht mehr, war nicht so gut. Von DM so ein Mousse. Und ein Wasser. Bald Durst. Jetzt gibt es für mich was ganz Verrücktes. Ich habe das schon fotografiert und auf Instagram präsentiert. Das ist Karottenlachs. Und da hat man mich schon gefragt, ob ich da nicht ein Video machen könnte dazu. Ich muss da noch ein bisschen üben. Das war mein erstes Mal. Aber wenn, dann kann ich das auf jeden Fall machen. Also hier haben wir Avocado, Karottenlachs. Das Schwarze sind übrigens Nori-Blätter und Zwiebel. Und hier ist es halt Margarine, Karottenlachs und Zwiebel. Es gibt heute mal wieder was Original Schwäbisches und zwar saure Linsen. Normalerweise isst man da jetzt noch Spätzle dazu und so richtig fast original wäre es dann mit einem veganen Würstchen noch dazu, aber das muss ich nicht haben. Ich esse jetzt da noch Hefeflocken dazu. Aber wie schon gestern, ich esse ziemlich viel Hefeflocken und das würde, ja, der Blick auf das Essen würde dann nicht mehr bestehen, weil ich richtig viel drauf knall. Nicht schön, aber Müsli. Naja, indirekt Müsli, dieses Knuspermüsli von DM. Der letzte Rest mit Vanille-Haferdrink und das gönne ich mir jetzt. Bei mir gibt es jetzt. Sind halt noch nicht fertig. Summer Rolls, das ist mein Input, was tue ich rein? Eine Avocado kommt noch dazu, bisschen scharf. Hier habe ich mir schon Wasser hergestellt für die Platten. Ich brauche noch mal einen Reis, der kocht noch. Hier. So, fertig. Mir ist natürlich wieder was übrig geblieben vom Schneiden. Das hier ist Curry-Ketchup. Curry-Ananas-Ketchup, aber ich werde jetzt noch ein bisschen Sojasauce auch noch dazu essen. Jawohl. Es gibt bei mir mal wieder Spaghetti, das esse ich sehr häufig und das schmeckt einfach auch so genial. Mit Hefeflocken, diesmal sind sie mit drauf. Bisschen scharf, so scharfen Paprika, bisschen Basilikum und mein Wasserkefir in Erdbeeren. Da duften Erdbeeren rein, deswegen ist er so rot. Bei mir gibt es jetzt Matcha-Eis, bisschen schlampig verrührt, zwei Bananen, dann ein bisschen Walnüsse, bisschen Salz, Vanille, Haferdrink. Ich habe noch ein bisschen Wasser dazu packen müssen, weil mein Mixer das sonst nicht gepackt hätte. Bisschen Agavendicksaft und Matcha. In meiner Welt ist gerade Fußball-WM und Deutschland spielt gerade und mein Essen sieht nicht so schön aus. Das habe ich jetzt ganz schnell zubereitet. Das sind Bohnen. Käferbohnen mit restlichem Reis von gestern. Dann habe ich noch eine Avocado, ein bisschen Tomate rein. Das Ganze habe ich mit einer Salatsauce aus Brottrunk gemacht und Tahin. Schmeckt ganz gut. Ich bin baff. Und ja, jetzt gucke ich mal den Rest des Fußballspiels noch an. Und ja, bei mir gibt es heute hier Kartoffeln mit Räuchertofu. Das hier ist selbstgemachter Frischkäse. Den werde ich euch mal unters i packen. Ich habe ein Video dazu gemacht. Und ja, ich habe richtig Hunger und werde eventuell noch ein bisschen Aufstrich extra dazu essen.
Bei mir gibt es jetzt Karottenlachs mit selbstgemachtem Frischkäse. Karottenlachs ist auch selber gemacht. Und einen Kaffee. Ich hatte noch Gnocchi übrig. Ich habe festgestellt, wenn ich Gnocchi normal koche, mag ich sie nicht. Deswegen brate ich sie mir immer in der Pfanne an. Wenn die ein bisschen eine Zeit lang in der Pfanne drin sind, dann werden die auch weich. Dazu habe ich ein Pesto verwendet. Das gibt es bei DM. Bisschen scharfe Soße, ein bisschen Tomaten, ein bisschen Basilikum als Kontrast und Hefeflocken. Bei mir gibt es jetzt Bratkartoffeln mit einem bunten Salat aus Romane, aus Radieschen, aus Tomate, aus Gurke und ja, Zwiebel. Bei mir gibt es jetzt einen Matcha-Shake aus Vanille-Haferdrink, aus Banane, aus Matcha. Und ein bisschen Salz, denn sowas gehört immer ein bisschen Salz ran, wenn ihr was Süßes macht. Probiert es echt mal aus. Es macht viel aus. Es verstärkt den Geschmack sogar. So, als kleiner Snack gibt es bei mir ein Brot mit selbstgemachtem Frischkäse. Nochmal, ich habe es sicher im Video schon mal gesagt. Dazu gibt es ein Video, verlinke ich euch unter dem i. Einfach mal reingucken. Jetzt gibt es bei mir noch einen schwarzen Kaffee. Heute habe ich echt genug Koffein gehabt. Und zwei Kekse. Bei mir gibt es jetzt mal wieder Summer Rolls. Und das ist Chili-Paste, meine letzte Chili-Paste. Ja, ich kann es essen. Also ich kann sehr scharf essen. Dazu Paprika, Ketchup. Und ja. Guten Morgen. Bei mir gibt es jetzt diese Seele. Das ist Heilerde. Ein bisschen Alsan dazu. Meinen Erdbeer-Wasserkefir und Vitamin D3 und K2 und einen Kaffee. Ich hatte von gestern noch Reis übrig, also habe ich gleich nochmal Sommerrollen gemacht. So esse ich ein bisschen Worcestersauce, jawohl. Jetzt geht es für mich wieder einen Kaffee. Ja, ich trinke viel Kaffee, in letzter Zeit besonders viel. Und eine Brezel. Ich habe mir einen Couscous-Salat gemacht aus Pinienkern, Couscous, Tomate, Gurke, Zwiebel. Das Ganze mit Tomate, Tomatenmark, Zitrone, Salz, Pfeffer, Pfefferminze. Das habe ich noch reingetan. Ja, scharfen Paprika angemacht. Und das schmeckt gut. Ja, Olivenöl habe ich noch vergessen. Jawohl, das ist alles da drin. Und das schmeckt gut. Guten Morgen. Bei mir gibt es heute eine Seele mit Alsan. Dann ein Wasserkefir mit Kirsche. Und noch einen Kaffee. So, bei mir gibt es jetzt ein Brötchen mit meinem selbstgemachten Frischkäse und Gurke. Ich habe mir jetzt Pommes gemacht. Klassiker. Dazu natürlich, also bei Pommes muss ich immer Ketchup dazu essen. Da geht nichts. Da geht nichts. Obwohl, die sind so gut geworden. Wir haben einen neuen Herd. Die sind so super geworden, so knusprig, dass man sie fast ohne Ketchup essen kann. Mach ich aber nicht. Ketchup muss. In der Woche warst du, da hatte ich ja ein paar neue Sachen. Was heißt ein paar? Ich hatte den Räucherlachs aus Karotte und der war einfach super. Werde ich auf jeden Fall als Rezept nochmals machen. Ich habe mir gestern extra Räucherpaprika bestellt, dass ich ein bisschen üben kann. Also ich muss das Rezept noch ein paar Mal machen und so ein bisschen meine Geschichte mit da einbringen. Dann kann ich das auch auf meinem Kanal veröffentlichen. Jetzt war das so mäßig gut. Ich habe so ein paar Fehler gemacht. Dann hatte ich Summer Rolls gemacht und Eis gab es auch. Das war auch ganz lecker. Das kann ich einfach immer empfehlen. Wenn du überreife Bananen hast, einfrieren und aus Bananen Eis machen. Gibt nichts Einfacheres wirklich. Und es ist halt super gesund auch. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Da unten findest du eine kleine Glocke. Wenn du die aktivierst, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!